Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, heute möchte ich mit euch über zwei sehr interessante Aussagen von konventionellen Investoren sprechen. Aber ich möchte ebenfalls mit euch über diesen Bitcoin Future sprechen, der ja von vielen als Marktmanipulationsmethode angesehen wird. Doch bevor wir uns mit dem Video auseinandersetzen, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video gefällt. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und auch zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Und für alle, die bereits im Bitcoin, Ethereum-Markt oder andere Kryptowährungen halten, ihr solltet euch auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung angucken. Dieser führt nämlich zu einem Hardware-Wallet, dem Ledger Nano S, den eigentlich jeder Kryptobegeisterte besitzen sollte. So, und jetzt gucken wir uns natürlich erstmal auf der Seite coinmarketcap.com die aktuelle Situation an. Und wir sehen, dass der Bitcoin hier weit die Leiter nach oben klettert. Wir haben in den letzten Tagen ja rund 15% an Kursgewinn verzeichnen können und das ist natürlich ein starkes Stück. Wir haben aktuell ein Market Cap beim Bitcoin von 132 Milliarden US-Dollar und sind hier auch weiter auf dem Vormarsch. Der Preis liegt aktuell bei 7.728 Dollar pro Bitcoin und das Handelsvolumen liegt ungefähr wieder bei 5 Milliarden US-Dollar. Und letztendlich bedeutet das ein Plus von 2,93%, was im Vergleich zu allen anderen Kryptowährungen in der Top 10 eine deutlich bessere Performance bedeutet. Wir sehen nämlich, dass Ethereum ein bisschen Luft wieder verliert, minus 1,28%, dass EOS zum Beispiel 2,18% verliert, dann haben wir Stellar, die 3,48% verloren haben. Also wir sehen, dass wir gerade mit dem Bitcoin uns immer weiter von den konventionellen Altcoins oder von den anderen Altcoins absetzen. Und auch die Dominanz steigt in dem Atemzug. Aktuell haben wir einen Wert von 46,3% erreicht und damit absolut das Jahreshoch dieses Jahr an Dominanz erreicht. So, und jetzt kommen wir mal zu den interessanten Dingen, abgesehen von den starken Steigerungen hier. In dem Moment, wo es nämlich entsprechende positive Akzente gibt und der Kurs wieder nach oben geht und natürlich auch der Bitcoin oder andere Kryptowährungen wieder gefragter sind, kommen natürlich auch wieder die Personen ins Rampenlicht, die davon profitieren wollen. Es gibt also wieder Prognosen, die geäußert werden und hier geht es um den Milliardären Mark Lathrey, der hier eine konservative Bitcoin-Prognose abgegeben hat. Jedenfalls wird das hier so genannt. Wenn wir uns die Zahl gleich mal angucken, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass das nicht unbedingt eine konventionelle Prognose ist. Und zwar ist er der Mitgründer von Avenue Capital Group, einem US-amerikanischen Investmentunternehmen. Und er hat sich eben geäußert, hat gesagt, was er über den Bitcoin denkt und in welche Richtung er gehen wird. Insgesamt haben wir, wie gesagt, 15% ungefähr in der vergangenen Woche an Kursgewinn verzeichnen können und ich denke auch, wir sind gerade auf einem guten Weg, diese Werte weiter zu toppen. Das Handelsvolumen hat sich fast verdoppelt und wir haben eben einen neuen Höchststand dieses Jahr, nicht dieses Jahr, aber in diesem Quartal auf jeden Fall erreicht. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant, was wir so zukünftig sehen werden. So, der Hedgefonds-Manager hat eben gegenüber von CNBC geäußert, dass er dem Bitcoin einen Preissprung bis auf 40.000 US-Dollar zutraut. 40.000 sind immer noch unheimlich viel Geld. Es ist immer noch weniger, als zum Beispiel Dr. Julian Hosp geäußert hat. Wir haben aber viele weitere, wie zum Beispiel McAfee, die natürlich viel höhere Werte hier angesetzt haben. Und da sind 40.000 natürlich in dem Kontext sehr, sehr wenig oder viel weniger. Dennoch ein brutaler Wert, wenn wir uns darüber mal Gedanken machen, dass wir jetzt Ende letzten Jahres 20.000 erreicht haben, mit Mühe und Not und dann eben der Abstieg kam, sind 40.000 gigantisch und würden eben nochmal eine Verdopplung bedeuten. Von daher bin ich sehr gespannt, ob das tatsächlich passiert oder eben realistisch ist. Und er hat tatsächlich auch nach seinen eigenen Angaben circa 1% seines gesamten Privatvermögens in den Bitcoin investiert. Das heißt also, wir haben hier jemanden, nachweisen kann man das natürlich nicht oder eben überprüfen, aber wir haben jemanden, der sich mit dem Thema Geld auskennt, vielleicht die eine oder andere Innovation gefunden hat oder sieht
und das eben auch jetzt auf den Bitcoin bezieht und deswegen in der Vergangenheit bereits investiert hat in den Markt. Und er hat natürlich auch ein großes Interesse daran, dass der Kurs weiter nach oben geht, damit er Gewinne erwirtschaftet. Das ist eine ganz klare Sache. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Kryptowährungen oder im Speziellen eben dem Bitcoin auseinandersetzt, der möchte, wenn er in den Markt einsteigt, auf jeden Fall entsprechende Renditen erwirtschaften. Er möchte mit einem dicken Plus rauskommen. Das ist ja auch absolut logisch und vollkommen in Ordnung aus meiner Sicht. Und jemand, der eben dann ins Interview geht, nachdem er investiert hat und sagt, wie er den Preissprung in diesem Jahr eben sieht und woran er glaubt, und dann hat das für mich immer noch ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit, würde ich sagen. Ja, da ist dann nicht so der ultra krasse kommerzielle Gedanke dahinter, um eben sein Future oder sowas eben zu bewerben oder irgendwelche Wertpapiere oder so, sondern es geht halt um seine eigene Aussage, die hier geäußert wurde. Und ja, ich finde das sehr interessant. Freue mich, dass wir hier eine weitere Prognose haben. Letztendlich kann das natürlich keiner vorhersehen. Das muss man, glaube ich, immer mal wieder erwähnen. Ja, es ist nur eine Richtung und man kann das hier als Meinung aufnehmen und sich seine eigene Meinung im nächsten Schritt eben bilden, nachdem man viele verschiedene Aussagen verglichen hat. Wir haben hier außerdem eine weitere Person, den CEO von Galaxy Digital, das ist Mike Novogratz, der ebenfalls sich zum Thema Bitcoin geäußert hat. Er hat insgesamt 10% seines Nettovermögens in Kryptowährungen investiert, was ungefähr zwischen 700 Millionen und einer Milliarde Dollar bedeutet. Oder ja, also es ist unfassbar. Er begründet das Ganze ein bisschen anders. Er sagt hier nämlich, dass diese ganze technologische Revolution dem Internetboom ähnelt und dass viele konventionelle Investoren nun eben etwas von dem Kuchen abhaben möchten, denn es gibt ja viele, die zum Beispiel in den 90er Jahren großen Respekt vor der Dotcom-Ära und so weiter hatten und die eben hier ja einfach nur gewitzelt haben und das Ganze eben nicht ernst genommen haben, und die Leute haben sich dann irgendwann in den Arsch gebissen, weil letztendlich hat sich das Internet ja doch durchgesetzt und ja, die ganzen Unternehmen, die frühzeitig am Start waren, die haben natürlich auch ordentlich an Kapital anhäufen können, an innovative Ideen und so weiter. Von daher, ja, möchte man hier natürlich jetzt nicht zu spät kommen. Wenn man bedenkt, ja, wo der Kurs angefangen hat, dann sollte man vielleicht sich nochmal darüber Gedanken machen. Aber letztendlich glaubt er eben, dass die Marktkapitalisierung in Richtung 20 Billionen Dollar gehen wird. Das ist auch eine gigantische Zahl. Und ja, da ist natürlich die Frage, ob es tatsächlich realistisch ist. Also es ist natürlich jetzt die gesamte Marktkapitalisierung, dennoch ist es unheimlich viel. Und das würde in dem Kontext bedeuten, dass er umgerechnet knapp 50 Milliarden US-Dollar eben daraus generieren würde, eine Verfünfzigfachung seines Kapitals. Und damit haben wir natürlich hier auch wieder eine Person, die ein gigantisches Interesse daran hat, hier Profite zu generieren. 10% seines eigenen Kapitals zu investieren bedeutet einen gigantischen Risikofaktor, das muss man auch ganz klar sagen. Und ja, High Risk, High Reward. Ich glaube, das wäre so einer der Leitsprüche dieser Superreichen hier, die in diesen Markt eingestiegen sind, um ihr Vermögen weiter zu vervielfältigen. Letztendlich aber auch wieder eine sehr interessante Tendenz, weil eine Milliarde mal so eben zu investieren, das kann halt auch nicht jeder. Und ja, ich bin eben gespannt, ob er hier den richtigen Riecher hat und ob seine Aussage tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, beziehungsweise ob der Kurs tatsächlich oder die Marktkapitalisierung so weit steigen wird. Was wir zu guter Letzt haben, ist, dass der Bitcoin Future hier weiter wächst, täglich um 93%, besagt dieser Artikel. Das ist auch eine gigantische Zahl. Wir haben ja in der Vergangenheit häufiger gehört, dass der Future dafür verantwortlich sein soll, dass der Markt manipuliert wurde, dass der Markt auf über 20.000 US-Dollar hochgestiegen sein soll. Es geht ja letztendlich beim Future mehr um die Wette auf eine Short- oder Long-Position des Bitcoins. Das heißt also, wird der Bitcoin fallen oder eben steigen? Das ist eben die Wette, die man hier abschließen kann. Und wir haben ja unabhängig von dem Future auch weitere Instrumente, die hier realisiert werden. Coinbase setzt sich weiter mit dem Thema auseinander, eines Hedgefonds, der eben insgesamt einen Wert von 20 Milliarden US-Dollar fasst, um den Investoren Sicherheiten anzubieten. Wir haben den Bitcoin-ETF, der beantragt wurde, der in den nächsten, ich glaube in dem nächsten Monat dann eben entsprechend genau am 15. August auch entweder durchgewunken wird oder eben
abgelehnt wird. Und das ist eben die Frage, ob das hier tatsächlich passiert. Falls es passiert, ich glaube, dann könnte es einen gigantischen Aufschwung nochmal geben. Dann gibt es den Bullenrun sehr wahrscheinlich. Man kann ihn nicht garantieren, das möchte ich nochmal vorweg sagen. Aber er steht dann vermutlich unmittelbar bevor, weil man eben noch mehr Instrumente eben bietet, um die konventionellen und Fiat-Investoren in den Markt zu ziehen, ihnen die Möglichkeit gibt, hier in den Markt zu investieren, ohne sich stark mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen. Klar hat man seine Berater, natürlich gibt es die Leute, die die Order dann platzieren und sich dann ja eben entsprechend das Geld in den Markt werfen, aber man muss sich dann eben weniger um das Thema Lagerung und so weiter Gedanken machen. Das Ganze wird dann als Finanzinstrument implementiert und schon haben die Leute, die halt wirklich investieren wollen, eine Sorge weniger. Man muss hier sich nicht wirklich Gedanken über das Thema Cold Storaging und so weiter machen. Von daher eine sehr interessante Entwicklung, und dass der Future eben wächst, bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass wir viele Leute haben, die sich nun mit dem Thema auseinandersetzen, mit dem Bitcoin, und eben entsprechend auf eine Richtung setzen. Ob es nun nach oben oder nach unten ist, das steht hier natürlich in Frage, beziehungsweise man kann sich hier niemals sicher sein, letztendlich aber eine sehr interessante Geschichte und natürlich sehr erfreulich für den Markt selber, weil wir sehen ja auch, dass der Markt wieder an Aufschwung gewonnen hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo geht die Reise hin? Werden wir 8.000, 9.000, 10.000 Dollar erreichen oder eben nicht? Das ist hier die Frage und das werden wir sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten sehen. Ich bin also sehr gespannt, was passieren wird. Ich hoffe ja auch, falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Videos sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.